Zum vierten Mal lädt Magdeburg zu einer Reise ins Mittelalter ein. Es soll wieder ein spektakuläres Wochenende werden. Vom 29. bis 31. August wollen über 300 Akteure mehr als 100 Programmpunkte auf 9 Schauplätzen rund um das gesamte Domviertel gestalten. Und dabei können sich die kleinen und großen Besucher auf eine spannende Reise durch die über 1200-jährige Geschichte Magdeburgs freuen. An Höhepunkten dürfte es genug für die Mittelalterfreunde geben. Seien es die historischen Festumzüge, mittelalterliche Genüsse, Ritterturniere, Theater, Tanz oder die vielen Livebands von Minnegesang bis Irish Folk. Also wir haben einen Lustgarten. Elke Schneider inszeniert einen Lustgarten mit Persönlichkeiten, historischen Persönlichkeiten der Stadt. Dr. Eisenbart, und er versammelt andere historische Persönlichkeiten, Otto von Guericke und andere um sich herum. Und es wird eine Wunderpille geben, die jeder einnehmen kann, um in diese Geschichte der Stadt wundersam mit Lust eintauchen zu können. Und wir haben ein Strohballenturnier. Das machen die Freunde vom Rugby-Club des USC, ist eine Abteilung. Und die haben sich einverlassen, ein historisches Strohballenturnier auf dem Domplatz zu veranstalten. Ich glaube, das wird ganz interessant und lustig werden. Aber insgesamt haben wir 300 Akteure auf 9 Schauplätzen. Das sind Minnesänger, das ist Folklore, das sind Inszenierungen. Im Kloster selbst wird was gezeigt. Also ein wunderbares, vielfältiges Programm für Jung und Alt. Es lohnt sich, sich den 28. August, dort beginnt das Kaiser-Otto-Fest und geht dann in das Wochenende hinein, vorzumerken. Und ich denke auch, die Ticketpreise sind günstig. Ein ganzes Wochenende, über dieses ganze Wochenende kostet 11 Euro. Kinder bis 6 haben freien Eintritt. Und im Vorverkauf kostet ein Ticket etwa für ein Kind nur 2,50 Euro. Also viel Spaß, viel Geschichte, viel Interessantes und auch Neues. Du bist, das kann man ja fast sagen, die letzte große kulturelle Veranstaltung in Ihrer Amtszeit als Kulturdezernent der Stadt. Bleiben Sie uns der Kultur erhalten? Also ich bleibe in Magdeburg wohnen, das ist ja auch meine und unsere Heimatstadt geworden. Ich bin seit 20 Jahren hier und mein Vater kommt ja aus der Altmark gebürtig, sodass ich hier auch, sag ich mal, familiäre Wurzeln habe in dieser Region. Nein, wir haben natürlich danach noch, ich bleibe bis zuletzt sozusagen am kulturellen Ball. Wir haben auch ein großes Ereignis, wir haben im September den Deutschen Archivtag hier mit 800 bis vielleicht 1000 Archivaren und Archivare aus ganz Deutschland. Eine bundesweite Veranstaltung, die findet September statt und im Oktober ist auch noch einiges geplant. Aber Ende August, gegen Ende der Ferien das Kaiser-Otto-Fest. Ich denke, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind sollte sich diesen Termin vormerken. Und ich denke, dass wir dieses Mal auch wieder Neues, aber auch Bekanntes, neu Inszeniertes anbieten können. Und es lohnt, dorthin zu gehen.